Ich sitze hier in einem vollgeladenen Model 3 Performance und ihr seht 487 Kilometer Reichweite. Das Limit sollte man natürlich wieder mal zurückstellen, wenn man dann vollgeladen hat, so auf Trip. Das ist 90% oder sogar weiter runter auf 80%. Okay, aber trotzdem gigantische Reichweite. Und jetzt ist die Frage, wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt mal zu unserem typischen Ziel hier, Weilheim Tech, in der Nähe von Stuttgart, nämlich zur Messe nach Hannover fahren wollen. Also Laatzen, Messegelände, ja, zack. So, das ist definitiv außerhalb der Reichweite eigentlich. Würde man so sagen, knappe 550 bis 600 Kilometer, je nach Route. Und wir gucken mal, was er jetzt draus macht. Wir haben halbwegs guten LTE-Empfang. Und die neue Rechenpower hier in dem Model 3 AP2.5 Hardware, nicht den allerneuesten Prozessor, die 3.0 Hardware, aber immerhin. Und von daher schauen wir jetzt mal, wo dran hängt's, ja? Jetzt rechts abbiegen, um auf Marktplatz zu bleiben. Ja, genau, ich möchte eigentlich keinen Sound gerade. Aber er sagt mir jetzt, ich habe einmal zu laden in Mahlsfeld, 50 Minuten, da komme ich mit 5% an. Und dann würde ich in Hannover mit 19% ankommen. Man muss wissen, alles was unter 20% ist, ist bei ihm dann orange oder so ein bisschen gelblich, ja gelb, bevor es dann rot wird. Also so mit 20% Rest im Akku rechnet er. Das sind 100 Kilometer immer noch fahrbereit sozusagen. Er sagt mir aber jetzt auch, wenn ich das so machen will, dann muss ich hier unter 120 km/h fahren, um das Ziel zu erreichen. Jo, das finde ich jetzt nicht so arg witzig. Okay, einmal nur anhalten ist natürlich cool, sage ich gar nichts dazu. Aber ich hätte jetzt eigentlich gern so eine Strecke, die irgendwie alle 200 Kilometer ja irgendwie was hat, ne? Jetzt hat er mich ja hier, ihr seht es jetzt hier, das ist der erste Zwischenstopp bis da und dann bis nach da oben. Und wir haben es jetzt so kurz nach 9 Uhr und er wäre erst um 12.40 Uhr dort, 10, 11, 12, das sind 3,5 Stunden Fahrt, ist eigentlich nicht realistisch. Klar, er optimiert das jetzt hier auf die Fahrt. Also das ist das bisschen das Problem vom Navi hier, vom Tesla, bei großen Akkus, bei großen Reichweiten, das habe ich beim Model S 100 auch schon gesehen, dass er dann seltsame Fahrroutinen hier macht. Und eigentlich hätte er ja dazwischen durchaus auch noch Supercharger. Können wir uns auch mal anzeigen lassen. Ja, wenn man sich das so anguckt, die als Zwischenstopp ja auch nicht ungeeignet wären. Ja. Hier irgendwo auf der Strecke natürlich die. Hier bei Würzburg eigentlich. Die sieht man jetzt gar nicht so deutlich. Da ist eigentlich auch einer hier. Genau. Oder auch direkt an der Strecke. Lass mal hier gerade gucken, dort beziehungsweise, ja, also das ist dann noch die Frage, wie mache ich eigentlich meine reale Route? Hier ist doch der, wo ich immer, Gramschatzer Wald ist typischerweise das, wo ich immer hin navigiere und dann zwischenlade, ja. Das ist leider im Moment noch beim hier Tesla Navi so ein bisschen der Nachteil, dass er das uns noch nicht so richtig anbietet. Irgendwie jetzt so ein Traveling Salesman, so ein bisschen, sagen wir mal, wie soll ich sagen, Zwischenziele oder eine etwas angepasstere Route. Auch hier 19% Rest ist vielleicht nicht super. Sollte ich dort auch vielleicht noch ein bisschen länger stehen und 50 Minuten Ladezeit ist nun wirklich ein bisschen seltsam. Klar. Einstellung hier, mehr geht nicht. Mehr kann ich da nicht machen. Gebühren meiden, Fähren meiden. Ich wollte nämlich nach Konstanz fahren, da muss man mal Fähren meiden reinmachen, außer man will mit der Fähre fahren. Das ist das Einzige, was er kann. Mehr noch nicht. Gut. Auf jeden Fall Wahnsinnsreichweite. Das ist das, was ich jetzt hier gerade feststelle. Wahnsinnsreichweite, ja. Ich mache mal tatsächlich Folgendes hier. Trip starten, um euch noch was anderes Schönes zu zeigen. Er sagt mir jetzt natürlich, wo ich langfahren soll. Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung gefällt mir eigentlich nicht. Darum geht es aber jetzt nicht. Ich zeige mal hier die noch Energieanzeige. Da habe ich nämlich jetzt dann, sobald ich einen Trip auch eingegeben habe, sehe ich auch, wie der Trip runterfährt. Und da seht ihr hier auch, dass er tatsächlich in den roten Bereich fährt. Er hat mir ja hier prognostiziert, dass er mit 5% ankommt. Das ist wenig und deshalb ist das hier tatsächlich auch dann im roten Bereich schon. 5% muss man mal überlegen, sind auch über 50 Kilometer noch. Aber ihr wisst ja selber, 50 Kilometer immer Rest haben.
Tesla selber rechnet hier mit 19 eigentlich. Das ist dann hier ungefähr. Also da ist nicht viel Reserve. So wäre der Plan hier eigentlich nicht so super. Jetzt gucken wir uns mal die Alternative an. Wenn wir nur bis Gramschatzer Wald fahren würden, wir schalten uns nochmal hier das dazu und suchen uns den Gramschatzer Wald, wenn wir wissen, wo er ist. Der ist ungefähr hier. Und navigieren mal zu dem alternativ. 2 Stunden, 4 Minuten fahren wir dann dort und wir schauen uns dazu das Diagramm an, 37%, das sieht natürlich ganz anders aus. Das ist jetzt ein realistisches Ziel für mich, 2 Stunden fahren und dann dort weiterladen. Kann ich jetzt leider hier in dem Tesla Navi so nicht direkt eingeben. Ist ein bisschen schade daher, aber okay. Deshalb, was ist die Alternative? Man benutzt hier in dem Webbrowser den A Better Route Planner. Das ist dann eigentlich die Alternative zu dem Ganzen. Muss ich zwar immer hier ein bisschen zulassen und ich muss auch gucken, dass ich ordentlich eine Verbindung habe. Ich muss ja überhaupt mal meinen Plan jetzt hier nochmal resetten. So. Also in der Better Route Planner habe ich jetzt auch hier einfach so ein leeres Feld. Ich muss am Anfang übrigens mal mein Auto spezifiziert haben. Hier Tesla Model 3, Long Range, Aero. Ich habe Aero jetzt nicht drauf, kann glaube ich aber nicht großartig was anderes konfigurieren. Wir schauen mal, was er beim Model 3 hier uns anbietet. Ich sollte eigentlich Performance nehmen mit 20 Zoll, genau. Machen wir auch mal, dann stimmt das. Er sagt jetzt hier, das wäre so eine Referenzverbrauch bei 190. Wir hatten ja eigentlich was anderes. Mein Referenzverbrauch, um das jetzt auch mal ordentlich zu machen, ist eigentlich 21,5. Das können wir ja vielleicht auch mal angeben, dass das hier ein bisschen realistischer wird. 21,5. Gut. Mein Speed ist 100%. Und der Maximum Speed ist 150. Das geben wir auch mal so an. Ich gebe mal an, dass ich mit 90% Akku starte. Bin gerade bei 100%. Aber mal gut. Können wir auch hier ein bisschen korrigieren auf halt 95 meinetwegen. Ich will, das ist jetzt das Interessante hier, mit was will ich eigentlich am Charger ankommen, also wenn ich Zwischenstopps mache und wo, mit wie viel will ich am Ziel ankommen. Am Charger mit 10% können wir mal rechnen. Wie gesagt, dann bin ich zwar in dem gelben Bereich, aber noch nicht in dem roten, aber am Zielort, da will ich mir vornehmen, dass ich mit dem halben Akku zumindest ankomme. Das ist nicht ganz so kritisch dann. So ist mal hier eine vernünftige Einstellung. Ich kann auch noch mehr Settings, das muss man mich ein bisschen aufpassen, ich habe nämlich rumgespielt. Die Temperatur draußen ist sicher nicht 20 Grad. Wir sind nämlich gerade noch höchstens 10 Grad. Wir sind noch im Winter hier. Wind lasse ich mal. Was haben wir für eine Strecke? Im Moment haben wir ein bisschen Regen, das mache ich auch mal rein. Also man sieht alles, was man hier jetzt so einstellen kann. Ich kann einstellen, wie viel Extragewicht habe ich da hinten im drin, wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwelche schweren Gegenstände transportiere oder mehr Leute drin habe, gehe ich mal jetzt, mache ich mal nix. Die Batterie Degradation 5%, nehmen wir meinetwegen mal an, das Auto ist neu, hat eigentlich nix und ich brauche 5 Minuten, um den Chargeport zu öffnen, ja, super. So, die Fastest Charger sind Supercharger, nein, das ist natürlich Quatsch hier, das sind Tesla CCS natürlich. Warum hat er denn das jetzt hier falsch? Ich kann auch nochmal andere CCS reinmachen. Und dann kann ich hier noch was Interessantes sagen. Das ist für mich immer sehr, sehr interessant, dass ich nämlich auch sagen kann, willst du irgendwas vermeiden? Also hier zum Beispiel Ferries und Trains und sowas und Routen, die Geld kosten und Highways. Ja, und im Moment mal nix. Meine, ich fahre jetzt dann nach Hannover, da ist auch gar nichts. Könnte man aber jetzt, wenn ich jetzt nach da runterfahre, nach Konstanz zum Beispiel, noch die Fähren mal ausschalten. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wenn ich zwei Sachen machen will. Ich will keine Fähren und ich will auch keine bezahlten Routen. Das weiß ich gar nicht, wie das hier geht. Da müsstet ihr mir, das weiß ich nicht, zwei Sachen kann ich hier eigentlich gar nicht anwählen. Ich mache mal Nothing. So, und jetzt ist noch hier unten was Interessantes. Ganz unten, man kann nämlich das Auto auch noch mit einem Tesla-Account verknüpfen. Und dann sieht man auch, dann werden auch die Daten praktisch reingeladen hier vom Fahrzeug, wie viel Prozent
im Akku gerade drin sind, die Verbrauchswerte und so. Also alles, was man so ein bisschen rauslesen kann. Ich weiß nicht, auf was er alles zugreift, aber das ist eine ganz coole Geschichte. Klar muss ich hierzu meinen Tesla-Account eingeben, was vielen nicht gefällt. Man kann aber alternativ auch hier unten diesen Access-Token bloß eingeben. Das heißt, ich gebe auf der Tesla-Seite, melde ich mich an und dann sieht man oben in der Leiste irgendwo diesen Access-Count, den man dann hier reinkopieren kann, beziehungsweise es gibt da spezielle Tools dafür. Hier unten haben sie jetzt auch noch so ein Share-Data-Geschichte angefangen, die habe ich mir noch nicht angeguckt, was da drunter zu verstehen ist. Das ist aber advanced, weil das Ding läuft ja auch für ganz andere Autos. Ihr habt gerade eine Übersicht gesehen, also für alle E-Autos im Grunde gibt es eine Battle Route Planner inzwischen. Okay, ich nehme mal, das war's dann hier, Settings weg und sage, gehen wir mal ganz zurück hier. Ich fahre hier los, das ist okay. Und möchte dann nach Laatzen. Halt, er tippt nicht richtig. Das ist immer auch das Problem hier im Browser. Laatzen, Komma. Ups, wieso schreibt er groß? Laatzen Messe. Hier hat er auch schon was. Also wenn die Internetverbindung gut ist, Bahnhof Laatzen Messe, das können wir mal nehmen. Ja, das ist ungefähr das, was ich vorhin auch angewählt habe. Da kann man auch gut parken, genau. So, jetzt sieht man mal, das wäre Luftlinie, wenn das Auto fliegen könnte. Haben wir nicht. Wir haben jetzt so noch nichts sonst spezifiziert, kein Zwischenziel. Könnte ich nämlich hier, das ist das Nächste, was man machen könnte. Und wir sagen einfach mal, wir planen die Route auch. Im Grunde, wenn wir jetzt losfahren würden, man könnte hier nämlich tatsächlich auch noch, wenn man hier so ein bisschen auch mal klickt, wann will ich hier eigentlich losfahren, beziehungsweise, müsste auch gehen, guckt mal hier, ja, mit wie viel Prozent, das habe ich aber auch, ich kann gar nicht eingeben, weil ich da ankommen will, oder? Na gut, also das ist auch ein bisschen, es gibt noch ein paar Verbesserungspotenziale auch, ich habe auch das Gefühl gehabt, das ging früher mal, also machen wir mal eine Routenplanung. Also zum Bahnhof an der Messe in Laatzen, Hannover. Zack, und schon ist er da, echt cool, Performance auch von dem Server jetzt recht gut, ja. Schauen wir uns die Sache mal an. Auch hier hat er uns jetzt begrenzt im maximalen Speed auf 130. Das könnten wir auch abwählen, aber er fährt uns jetzt tatsächlich bis zum Gramschatzer Wald. Das ist was Typisches. Dann noch Malsfeld und dann noch Marüden. Drei Stops. Und man merkt auch schon, dass er hier jetzt ein bisschen drauf getrimmt ist. Hier 2 Stunden fährt er hier. Hier fährt er 1 Stunde und da fährt er 1 Stunde. Ist kein schlechter Plan. Ja. Aber man kann ja jetzt noch ein bisschen dran rumspielen, vor allem wenn man hier unten sagt, okay, ich möchte hier mit mehr oder weniger Restreichweite dort ankommen. Und man kann natürlich auch noch damit rumspielen, mit wie viel Prozent willst du immer an den jeweiligen Ladestationen ankommen. Gut, wir würden jetzt losfahren und würden am Gramschatzer Wald um 11.30 Uhr sein und um 12 Uhr wieder weiterfahren, nach einer halben Stunde. Da fragt man sich natürlich jetzt, wieso mache ich dort am Gramschatzer Wald nicht einfach eine längere Pause? Und könnte dann womöglich auch mehr aufladen. Aber wir sind auch schon hier bei 84%, was er da dann wieder wegfährt. Ja, aber das könnte man sich noch überlegen. Also das sind jetzt so die typischen Überlegungen, die man ja macht, wenn man da fahren will. Wie sieht eigentlich die Gesamtfahrtdauer aus? Im Moment geplant hier für die 557 Kilometer. Reine Fahrzeit 5 Stunden und 11. Das ist schon schnell gefahren. Ja, passt ja so. Man rechnet im Grunde ja immer, dass du 100 Kilometer in der Stunde fährst. Und durchladen jetzt dann 6,5 Stunden. Ja, also die Ladezeit hier ist jetzt dann 1 Stunde und 20 Minuten rum. Ist für die Strecke in Ordnung, vor allem weil man ja eh eine Pause machen will. Jetzt schauen wir uns aber das mal an. Ich mache mal das hier weg und das da unten brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Man sieht hier auch, wir haben da eine kritische Strecke, wo man etwas langsamer fahren muss. Gefällt mir normalerweise auch nicht so. Jo, ich könnte das jetzt hier nochmal optimieren. Übrigens vorher vielleicht schon bezüglich der Settings, weil ich habe ihm hier zugelassen, dass er mich runterbremsen darf. Ja, also dann mache ich das mal hier weg, wenn ich das hinkriege. So, also ich mache das mal raus, dass er mich nicht runterbremsen darf. Mein Referenzspeed ist eigentlich 150, was ich da so machen will. Und wir machen nochmal eine neue Planung dann da draus. Dann sollte er mir diese Beschränkung hier, wo er da rot gemalt hat, auf 130 nicht reinmachen. Heißt natürlich jetzt, ich muss da ein bisschen mehr laden. Und wir sind auch hier etwas mehr am Laden. Ah, jetzt habe ich aber ganz schön viele Ladestopps hier drin, ne, Leute. Da könnte man ja richtig coole Treffen dann dort machen. Gut.
Gramschatzer Wald kommen wir weiterhin um 11.30 Uhr rum an. Okay. Übrigens sieht man hier auch, was es kostet, wenn man am Supercharger laden würde. Auch dieses Auto hat leider kein Free Supercharging, ist aber ein Vorführer von Tesla. Ist nicht so kritisch. Wir könnten mal hier den Gramschatzer Wald zumindest zwecks Optimierung angeben. Das ist hier, dass wir da eigentlich eine längere Pause machen. Take a long break here. Sup. Bildschirm ist ein bisschen klein, hat er jetzt markiert als größere Pause. Wir schauen uns den Plan dazu an. Hat er noch nicht übernommen, würde ich es mal sagen im Moment. Das heißt, wir müssen, haben das jetzt zwar markiert, müssen aber mal hier vorne und nochmal eine Routenplanung durchführen oder ein Update vielmehr. Und dann sollte er hier jetzt auch haben, hat er die längere Pause markiert, würde dann auf 100% aufladen. Wir sind eine Stunde dort, das ist cool. Von 11 Uhr bis 11 Uhr 39 bis 12 Uhr 44. Okay, das ist eine schöne Mittagspause. Das kann man so machen. Den in Leonberg ist eigentlich jetzt Quatsch. Da lädt er eine Minute. Was soll denn der Unfug? Also man merkt auch hier, da kann man nochmal was rausnehmen dann. Ich glaube auch, weil ich hier im Moment ihm gesagt habe, dass ich beim Losfahren keine 100% habe. Okay, optimieren wir das nochmal hier. Also so. Plan das nochmal neu und schmeiß mir mal den Leonberg raus. Jo, jetzt ist Leonberg weg. Drei Stopps, das ist auch das, wie ich normalerweise da hochfahre. Wir fahren bis zum Gramschatzer Wald. Dazu brauchen wir 2 Stunden. Das ist cool. Das sind genau 212 Kilometer. Wir machen dort eine große Pause. Eine Stunde und laden deshalb das Auto von 15% auf 100 voll. Fahren dann nach Mahlsfeld eine Stunde, laden dort 15 Minuten. Das ist ein guter Zeitraum, kurz auf Toilette zu gehen. Kaffee zu trinken, meinetwegen. Und dann nochmal in Rüden, kurz vor Hannover, laden wir auch nochmal, damit wir nämlich hier unsere 50% kriegen, um am Ziel anzukommen. Das ist eigentlich immer Rüden. Rüden ist für mich immer so der Stopp. Der ist kurz vor Hannover, das sind nur 60 Kilometer. Da lädst du nochmal so viel rein, wie du in Hannover brauchst. Weil in Hannover laden ist ein bisschen schwieriger. Müssten wir jetzt nochmal angucken, wie es mit Schneller dann inzwischen aussieht. Das war dort nicht so super und an der Messe ist es sauteuer. 5 Stunden Fahrzeit, 6 Stunden 49 laden, hört sich jetzt schon mal im Verhältnis ein bisschen viel an. Eine Stunde und 40 aufladen. Ja, okay. Also so wäre jetzt ein Plan, wie hier der Better Route Planner einem das dann machen wird. Der kann auch mitfahren sozusagen. Ja, das geht auch. Hier unten gibt es eine Anzeige, die dann beim Fahren praktisch angezeigt wird hier. Geht jetzt von 100% Akku aus und dann zeigt er auch, wie das runterläuft. Wie gesagt, da kriegt er dann auch Online-Daten, wenn man das Auto mit dem Account verbunden hat. Ah, hier zeigt er mir auch, alternativ könnte ich auch über Ulm fahren. Ja, er sollte eigentlich auch Verkehrsstau so ein bisschen berücksichtigen, da ist aber dann auch die Grenze vom System. Okay, geht's auch schneller? Klar geht's schneller, wenn ich nämlich Rüden hier rauskille. Und Rüden ist deshalb reingekommen, weil ich gesagt habe, ich will am Ziel mit 50% ankommen. Wenn ich da den normalen Wert mache mit 10%, ich gehe davon aus, dass ich dort laden kann. Schauen wir mal, was er uns dann noch macht. Dann dürfte ich etwas schneller sein. Ja, 1,5 Stunden. Es ist nicht viel. Also die Viertelstunde, sage ich, die Ladezeit, die nehme ich dann gerne in Kauf, dass ich da in Hannover nicht rumsuchen muss. Klar, ich bin jetzt hier auf 2 Ladepunkte gekommen. Ansonsten ist der Plan gleich geblieben. Aber das muss man sich wirklich überlegen. Es ist tatsächlich eben Autofahren ist entschleunigendes Fahren. Ja. Halber Akku will ich. So, alter Plan wieder. Man kann sich bei Better Route Planner auch anmelden und dann kann man den Plan auch safen. Ah, ich weiß nicht, doch er safet den jetzt auch mal lokal, das kann er auch, okay. Da kann er aber, glaube ich, bloß einen. Sonst muss man sich anmelden in dem System und dann kann man auch sich mehr da noch hinterlegen. Ja, ich finde, es ist eine schöne Sache, das ganze Teil hier. Vor allem für Tesla-Fahrer, um es zu optimieren, ist das eine super Sache. Also, meine Planung hier in einem Tesla Model 3 Performance von Weilheimtech bei Stuttgart nach Hannover zur Messe. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.